Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach alle Wurzeln im Untergrund freischalten könnt und welche Belohnungen ihr für das Freischalten aller Wurzeln in Zelda Tears of the Kingdom erhaltet. Das dürft ihr nicht verpassen. Helft mir, die 100.000 Abos auf YouTube zu knacken. Starten wir direkt mit den wichtigsten Infos. In Tears of the Kingdom findet ihr im Untergrund insgesamt 120 Wurzeln. Genau so viele Schreine findet ihr auch auf der Oberwelt, also in der alten Breath of the Wild Map. In Tears of the Kingdom gibt es aber mehr als 120 Schreine, denn einige Schreine findet ihr natürlich auch auf den Himmelsinseln. Ich habe euch hier mal auf der Karte alle 120 Wurzeln im Untergrund markiert. Der erste und wahrscheinlich auch beste Vorteil der Wurzeln im Untergrund ist, dass ihr damit den Untergrund erhält und so alles um die Wurzel herum ohne Probleme erkunden könnt. Gleichzeitig schaltet ihr damit natürlich auch die Karte für den Untergrund frei. Direkt der zweitbeste Vorteil ist aber, dass sich die Wurzeln im Untergrund exakt auf der gleichen Position befinden wie die Schreine auf der Oberwelt. Bedeutet für euch, fehlt euch ein Schrein auf der Oberwelt und habt ihr die Wurzel im Untergrund, dann markiert einfach die exakte Position auf der Oberwelt und ihr wisst, wo ihr den fehlenden Schrein finden könnt. Das gleiche könnt ihr natürlich auch umgekehrt machen. Also wenn ihr bereits einen Schrein entdeckt habt, euch aber die Wurzel noch im Untergrund fehlt, dann markiert euch im Untergrund die fehlende Wurzel und so könnt ihr sehr schnell alle fehlenden Wurzeln und Schreine finden. So, aber wie schaltet man nun schnell die Wurzel im Untergrund frei? Direkt mal die beste Nachricht. Ihr habt zu Beginn des Spiels Zugang zu allen Wurzeln bis auf eine. Bedeutet, lediglich bei einer Wurzel müsst ihr noch eine Aufgabe erledigen, damit ihr die Wurzel freischalten könnt. Bei allen anderen 119 Wurzeln könnt ihr einfach direkt hinlaufen und die Wurzel freischalten. Damit ihr die Wurzeln aber nun schnell freischalten könnt, würde ich euch dringend empfehlen, so viele Batterien freizuschalten wie nur möglich. Ich habe zum schnellen Freischalten von Batterien bereits ein Video hochgeladen. Schaut dazu gerne mal in die Infokarte oben rechts, dort habe ich euch mein Video verlinkt. Denn am schnellsten könnt ihr alle Wurzeln mit der Sonaudrohne freischalten. Bedeutet, ihr fliegt einfach im Untergrund von einer zur anderen Wurzel. Dabei erkennt ihr die Wurzeln dank der sehr auffälligen Farbe auch im Dunkeln schon von weitem. Ihr könnt natürlich auch die Karte vom Anfang des Videos verwenden, dort sind ja alle 120 Wurzeln markiert. Baut euch also am besten diese Drohne nach und favorisiert sie in eurer Bauautomatik. Dann könnt ihr sie bereits mit nur 9 Sonanium jederzeit herstellen. Für diese kleine Drohne braucht ihr lediglich 2 Ventilatoren und ein Lenkelement. Im Untergrund könnt ihr dann auch noch einen Riesenleuchtsamen auf eure Drohne klatschen. Dann wird alles rund um die Drohne erhellt und ihr seht, wo ihr hinfliegt. Übrigens, die einzige Wurzel, die ihr nicht sofort freischalten könnt, ist die Wurzel im Nordosten der Karte im Labyrinth. Denn dazu müsst ihr zuerst das komplette Labyrinth abschließen. So, aber was bekommt man denn nun als Belohnung, sobald man alle 120 Wurzeln aktiviert hat? Habt ihr alle 120 Wurzeln aktiviert, erhaltet ihr den Lichtbringerorden. Aktuell ist mir noch nicht bekannt, ob der Orden für irgendetwas gut ist. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass der Orden genau wie Kiltons Orden in Breath of the Wild funktionieren. Bedeutet, der Orden bringt euch nur etwas, wenn ihr Tears of the Kingdom zu 100% durchspielen wollt. Aber denkt jetzt nicht, dass es unwichtig ist, alle Wurzeln freizuschalten. Denn viel wichtiger als der Orden ist doch, dass euer Untergrund wieder mit Licht versorgt ist, damit ihr ohne Probleme den kompletten Untergrund erkunden und wichtige Materialien sehr schnell sammeln könnt.
Zudem erhaltet ihr durch die ganzen Wurzeln ja auch die vollständige Karte im Untergrund. Und zusätzlich sind überall Schnellreisepunkte. Das erleichtert euch die Reise im Untergrund dann in Zukunft noch viel mehr. Ich würde euch deshalb empfehlen, so schnell wie möglich eure Batterien, zumindest auf 8 Batterien, zu erhöhen und dann direkt mal im Untergrund so viele Wurzeln wie möglich zu aktivieren. So habt ihr es im späteren Spielverlauf deutlich einfacher. Ja, und das war's auch schon. Jetzt wisst ihr, wie ihr sehr schnell alle Wurzeln freischalten könnt und welche Belohnungen ihr durch das Freischalten der Wurzeln erhaltet. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!